So, Freunde, Tag 3 von Friedrichshafen Richtung Österreich, Höhe Griffis ungefähr. Ich weiß jetzt diesen Ort nicht, wo ich das Hotel gebucht habe, weil irgendwie reiche ich nach. Ja, heute haben wir eine Etappe etwas kürzer von 148 Kilometer. Wir fahren jetzt zum Hafen und fahren mit der Fähre über den Bodensee in die Schweiz rein. Ein bisschen Abwechslung noch hinzubringen. Geradeaus. In einer halben Stunde geht die Fähre weg. Dann müssen wir uns ein bisschen beeilen. Wir haben 10 Uhr und schon wieder für fast 26 Grad. Also, es ist Wahnsinn, wie ihr seht, ich fahre heute jetzt im Moment ohne Jacke. Ich habe gesündigt, aber man ist ja so am Ölen, wie man so sagt, so ein kurzes Stück bis zur Fähre. Wird das schon funktionieren? Ach, Taxi. Da kann ich euch noch eine Story erzählen zum Taxi in Friedrichshafen. Oh, weiß nicht, es ist hier nicht Öl, oder? Geradeaus, jetzt hier rechts. Siehst du Schild irgendwo Schilder? Da, wa? Roman Zorn. Bodenseefähre, Roman Zorn. Genau, hier sind wir richtig. Ja, Freunde, jetzt sind wir hier vor der Fähre. Jeden Moment müsste es losgehen. Meine erste Fährüberfahrt mit dem Motorrad. In einem Land oder in ein Land, wo ich noch gar nicht war, in der Schweiz. Ja, hört sich traurig an, ist aber so. Ich weiß also nicht, was mich da erwartet. Ob ich an alles gedacht habe. Hitler, wa? Spur, ja. In den LKW hinfahren. Ne? Okay, danke. Und dann auf den Zentralständer, wenn es geht. Ja. Auf den rechte Spur hinterm LKW. Ja? Neben den LKW.
So, dann sind wir hier ganz vorne. Passt. Ja, Freunde. Herzlich willkommen in Romanshorn in der Schweiz. Die Überfahrt hat so ca. 40 Minuten. Also jetzt genau 35 Minuten. Ja, gib Gas, Junge, gib Gas, sonst bist du weg. Ja, insgesamt haben 40 Minuten in die Überfahrt. So, dann sehen wir uns auf dem Motorrad. Dann gleich wieder. Bis gleich. Ja, Freunde, da sind wir wieder auf dem Moped. Ihr seht es da. Ich weiß nicht, ob man es sieht in der Kamera. Aber die lieben Alpen sind schon ganz nah in Sicht. Wir grüßen jetzt hier so ein bisschen durch die Gegend. Wir befinden uns aktuell in der Schweiz. Habe ich ja gerade gesagt. Ja, zu diesem gestrigen Tag wollen wir noch mal was erzählen, was Schatz? Jetzt hier links. Ja, der gestrige Tag, der war so ein bisschen mit Pech, wie sagt man, bemalt oder? Verbunden. Ja, mit Pech verbunden. Es war kurz vorm Friedrichshafen, wollte ich wenden auf eine Steigung. Ja. Da war mein Bein auf einmal zu kurz und dann haben wir gesagt, komm, wir legen mal das Moped eben hin und steigen ab und drehen das anschließend. Ja, und dabei ist die Fußraste abgebrochen. Oh, habe ich gedacht, mein lieber Mann, BMW angerufen, ja, vom Mittwoch kriegen wir nichts mehr rein, zumal 290 Euro. Sehr gut, dann hätte ich zahlen müssen. Aber Mittwoch hat mich nicht gepasst. Ich hatte jetzt keine Lust, zwei Tage in Friedrichshafen zu verbringen. Also haben wir ein bisschen weiter gegoogelt. Und letztendlich haben wir so eine Werkstatt gefunden, so eine Autowerkstatt, habe ich angerufen, weil ich mir dann gesagt habe, ich ziehe einfach eine Schraube aus der Karosserie raus und steckt da die Fußraste rein. Hauptsache, es ist wahrscheinlich dann auf einer anderen Position, aber Hauptsache, ich kann irgendwo den Fuß ablegen. Aber wir kamen da an, man sagte, er kann das auch schweißen. Der Ecki. Und dann haben wir gesagt, ja gut, ich soll hier rechts abbiegen, ja, ist zu spät. Rechne mal neu. Kannst du nochmal neu rechnen, bitte? Dankeschön. Und total cooler Typ. Also wenn ihr ein Problem in Friedrichshafen habt mit dem Moped, fahrt da gerne hin. Ich blende mal die genaue Adresse oder diese Daten von ihm ein. Ja, das hat ungefähr zweieinhalb Stunden haben wir verloren. Wir wollten eigentlich schön am Bodensee mal ein bisschen baden gehen. Ist daraus nichts geworden. Wann waren wir im Hotel, Schatz? 8, kurz vor 8, ne? Genau, kurz vor 8 waren wir im Hotel, da haben wir ja noch geduscht. Und dann haben wir gesagt, komm, wir rufen uns jetzt ein Taxi. Ja, wir haben nichts gegessen und haben gesagt, also kann ich mir auch auf den Schrecken ein Bier trinken. Haben uns ein Taxi gerufen und dann sind wir zum Bodensee gefahren. Hat uns schön am Restaurant abgesetzt.
schön gegessen. Anschließend ein bisschen spazieren gegangen, das war ja dann schon 9:30. Ja. Und dann habe ich mir gedacht, komm, wir rufen jetzt wieder ein Taxi und der soll uns dann nach Hause fahren, von der Stelle, wo wir jetzt sind. Da sind wir, weiß nicht, eine Dreiviertelstunde bestimmt gelaufen, ne? Ja, ja. Ja, da reicht kein Taxi. Dann habe ich mal ein Taxi erreicht. Er sagte, er wäre dann in 15 Minuten da. Und sagte meine Madame, nee, dann laufen wir. Okay, dann laufen wir. Ja, dann haben wir uns verlaufen. Trotz Navigation, Google Maps für Fußgänger und so ein Quatsch, aber es war mittlerweile dann auch dunkel. Der wollte uns irgendwie durch Wälder schicken. Man hat ja keine Wege mehr erkannt. Und ja, dann haben wir gesagt, komm, wir suchen jetzt uns eine Straße und dann rufen wir wieder ein Taxi. Ja, hat eine Weile gedauert, dann haben wir ein Taxi gekriegt. Er kam dann auch, angeblich sollte er in 5 Minuten da sein, er kam ja dann 20 Minuten später. Und das Erste, was er fragte, ist, was habt ihr denn beim Kollegen bezahlt? Ich sage, ja 16 Euro. Ja, das bezahlt ihr bei mir auch. Ich sage, bitte? Ich sage, ich bin die Hälfte der Strecke gelaufen. Habt ihr das gerade gesehen? Ja. So, da oben fahren wir gleich lang. Und so, bitte. Ja. Hast du wie gesagt, pauschal abrechnen oder was? Ja, ja, da wird er pauschal abrechnen. Ist ja nix da, wir haben eine Uhr. Und dann, weil wir ja schon einen halben Weg gelaufen sind. Ja. Und dann natürlich ist ja, wir kennen uns ja nicht aus, ne? Ja, letztendlich habe ich nur 2 Euro weniger bezahlt. Ich weiß jetzt nicht, ob der uns ja, sinnlos durch Friedrichshafen da durch die Gegend gefahren hat oder... also Taxi in Friedrichshafen, nein, würde ich nicht empfehlen. Erstens kriegst du keins, also zumindest gegen Abend nicht, wenn du jetzt rausfährst, um ja, schön in irgendwo im Biergarten zu sitzen bis nachts 11 Uhr oder was, vergiss es. Dann würde ich lieber empfehlen, geh nicht so weit weg vom Hotel. Oder verzichte aufs Trinken und fahr selber. Ja, schlussendlich waren wir nachts um 12:30 im Hotel dran. Genau. Ja, dann muss man teures Wasser kaufen. Ja. War es nicht schlecht, aber das Essen, Frühstück war auch unter aller Kanone. Ja, stimmt, zum Hotel habe ich noch nichts gesagt. Wie hieß das Hotel? Ja, Hella. Hellas 24, ne? Ja. Genau. Also Hotel war eigentlich okay, auch freundlich. Wir haben ja nach dem Zimmertausch gebeten, weil wir hatten ein Zimmer ohne Balkon. Wir würden gerne ein Zimmer, war ohne Probleme möglich. Zimmer auch sauber. Betten auch okay, ne? Gut geschlafen. Ja. Was geben wir für eine Bewertung? Na gut, Frühstück, wie gesagt, Frühstück ist ja, so ein Starter nannte sich das. Da waren 2 Croissants und ein Kaffee kostenlos. Wenn du jetzt noch Marmelade oder Butter oder sowas, dann gab es einen Automaten, konntest du dir ziehen. Ja. Also das war nicht so gut. Also ich würde sagen so 3,5 Sterne, oder? Was sagst du? Ja. Von 5. Ja, das reicht. Ja, aber wenn du jetzt noch vernünftiges Ziegenkost im Automaten. Aber ja, das war ja auch nur eine kleine abgepackte Butter, eine kleine abgepackte Marmelade. Richtig. Ein bisschen Philadelphia abgepackt, alles ist abgepackt. Und dann wollten sie noch 5 Euro dafür haben für den Quatsch. Also,
Das war ja im Prinzip nur für eine Person, die 5 Euro, ja? Ja, ja. Du hättest ja auch für dich, sag ich mal, 2 nehmen müssen, weil die Butter ja war ja auch zu wenig. Also hätte es jetzt mit 2 Personen 20 Euro losgegeben. Ein Frühstück für den Kurs kriegst du eigentlich ein Luxusfrühstück. Ja. Wir haben, was haben wir bezahlt? 88 Euro, ha? Genau. Ja. Für ein Doppelzimmer? Ja, geht vom Preis her. Ja. Aber wie gesagt, Frühstück wäre dann noch extra dabei. Wir fahren heute in Österreich, da bezahle ich 87 inklusive Frühstück. Gut, ich weiß natürlich nicht, was mich da erwartet. Aber so von den Fotos her. Aber Fotos können auch lügen. Gut, dass wir schon wieder 30 Grad haben. 32,5 haben wir. Ich hoffe nur nicht, dass der uns hier jetzt auf der Autobahn schickt. Dürfen wir nicht. Wie kann ich das denn prüfen? Ist das jetzt Autobahn? Nein, das ist keine Autobahn. Aber das ist ein grünes Schild, Autobahn. 600 Meter Autobahn. Leute, das ist nicht gut. Was macht ihr denn für einen Quatsch mit mir hier, Leute? Ehrlich.